Als Kunst- und Antiquitätenhändler ging der Star aus Bares für Rares im Januar nach Südafrika. Kam vor 3 Tagen erst als staatlich geprüfter Ranger und Wildhüter aus der Wildnis zurück, womit er sich einen lang ersehnten Traum erfüllt hat. Fabian Kahl. Und er, der Mann, der so gut gefärbt im Gesicht ist, hat eben gerade noch, bis vor 3 Tagen, glaube ich, hast du noch mit Löwen gekuschelt. Gekämpft. Und hast dich gerade ganz frisch zum Ranger ausbilden lassen. Und eigentlich kennen wir dich von Bares für Rares. Und ja. Wir freuen uns ganz doll, dass du bei uns bist, Fabian Kahl. Okay. Wirklich so. Jedem, dem ich erzählt habe, ja, und Fabian Kahl kommt auch. Alle gucken Bares für Rares. Ich glaube, Klaus, du auch, ne? Ja, heute habe ich ihn vermisst in der Sendung. Ja, er war ja bei den Löwen. Ach ja. Nee, der war hier schon. Ich war so inspiriert von den Biedergefechten und den Kämpfen mit Waldi, dass ich gedacht habe, Mensch, so ein Nilpferd, das würde ich mir auch gerne mal in der Natur anschauen. Nein, also nein. Das in der Tat, also über Afrika werden wir gleich ausführlicher noch reden, weil das ist wirklich deine zweite Leidenschaft, neben deinen ganzen antiken, wunderschönen Dingen, die du richtig einordnen kannst, schätzen kannst und kaufst und verkaufst und wofür dich die Leute ja auch in der Sendung so lieben. Das, was ich besonders schön finde, ist, du bist ja bei Meißner Porzellan, da dreht es ja bei dir komplett ab, also da kommt es bei dir zu euch. Kriegst du dann so einen Blutrausch und sagst, ich will es, ich will es? Und das hat man, wenn man die Sendung oft gesehen hat, schon sehr oft beobachten können. Ich gehe dann auch wirklich über meine Grenze und bei Porzellan, ich finde das so schön, das ist so ein schöner Stoff. Aber das ist für unsere Zuschauer vielleicht auch ganz dufte zu wissen, dass sie da echt ein paar Schätze zu Hause stehen haben. Ja, das hat irgendwie jeder auch zu Hause. Also jeder hat irgendwie eine kleine Tasse aus Meißner Porzellan. Mhm. Das gibt es wirklich viel und das wurde dann weitergegeben und vererbt. Weil es früher auch wirklich so ein richtiger Schatz war und heute immer noch ist. Also Meißner Service, Meißner Porzellan. Also unbedingt das behalten. Porzellan an sich ist so ein bisschen gefallen im Marktwert, aber Meißner Porzellan oder auch KPM oder die großen Marken, die sind bis heute noch wirklich Bestandteil des Marktes. Also beim nächsten Streit nicht, auf gar keinen Fall ist Meißner Porzellan zerschlagen. Und wenn du jetzt hier in Berlin bist, gehst du dann zum Beispiel morgen, jetzt Samstag, auf den 17. Juni auf den Flohmarkt? Das würde ich gerne. Kannst du das überhaupt? Ich kann das nicht mehr. Weil dich jeder erkennt. Ja. Weil siehst du jetzt gerade ganz anders aus. Ja, jetzt gerade geht's. Ich könnte jetzt also auf den Flohmarkt gehen, so wie ich bin. Aber ich glaube, es geht schon los, sobald ich irgendwas sage oder was frage. Die Stimme ist so in den Köpfen der Menschen drin, dass sich alle umdrehen. Und wenn dann einer sich umdreht und ein Foto macht oder so. Guck mal, ich sehe gerade hier das Foto. So habe ich dich noch auch in Erinnerung. Ja. Ne? Oh, das ist lange. So ein bisschen Gothic. So fing alles an. Und man muss dazu sagen, du sitzt jetzt hier auch schon in deinem Ranger-Outfit, was wir gleich dann auch noch genauer besprechen werden. Ja, genau. Du bist quasi aus dem Flieger raus und hierher. So will ich dich. Aber stimmt die Geschichte? Nein! Das war sehr zweifelhaft. Nee, haben wir schon richtig verstanden. Jetzt kommt noch der Leopard hier gleich mit rein. Ich verschiebe das auf später, okay? Nein, bitte was? Verschieben wir auf später. Ja, natürlich. Hoch jetzt mich aber. Garderobe ist oben. Komme ich aus dem Konzept, meine Damen und Herren. Ja. Wie gibt's denn sowas? Warten Sie kurz. Ich habe doch jetzt die richtige Brille auf. Vielen Dank übrigens nochmal, Florian, für deine Brille. Aber mit 17 stimmt die Geschichte, dass du mit 17 Jahren am Kudamm bei uns ein Geschäft hattest, du Thüringer Junge, du? Ja, das stimmt. Aber nur für 3 Monate. Es lief richtig schlecht. Kann man das so sagen? Es lief wirklich katastrophal. Ich habe in 3 Monaten 28 Euro noch was Umsatz gemacht. Am Kudamm. Am Kudamm. Also es war das obere Ende des Kudamms. Nee. Das war, also Antikgeschäfte werden nicht so, also es war viel los. Viele Leute haben geschaut. Viele Händler waren auch da und haben sich erkundigt, was so die neue Konkurrenz hat. Aber es wollte niemand zuschlagen. Warum auch immer. So, wenn du den heute öffnest, kann ich dir sagen, kommen die Leute und stehen Schlange bei dir. Aber es ist schon, du wirst gar keine Zeit dafür haben, weil entweder bist du bei Bares für Rares oder du gehst deiner neuen, zweiten Leidenschaft, die du wirklich auch ernsthaft betreibst, also nicht nur einfach so just for fun, nach, nämlich du hast dich tatsächlich gerade zum Ranger in Südafrika ausbilden lassen. Innerhalb von nicht direkt zum Ranger. 50 Tagen. Das ist, das nennt sich Nature Guide oder Safari Guide. Also man kann so eine Ausbildung beginnen, in der man praktisch in einer Art Tourismus für die Tourismusbranche ausgebildet wird, um Menschen den Busch und die Tiere darin und die Pflanzen und so weiter näher zu bringen. Aber diese Ausbildung ist natürlich
wahnsinnig umfangreich, weil man wirklich von Geologie, Ökologie, Ökonomie, Verhaltensweisen von Tieren und so weiter muss man alles wissen und können. 55 Tage geht das und dann muss man 3 Prüfungen bestehen und dann kann man das anfangen. Das ist aber eigentlich nur Stufe 1. Also ich möchte gerne noch weitermachen. Aber bevor du überhaupt zur Stufe 1 gekommen bist, wie bist denn du aus Thüringen, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also ich weiß, dass Ranger immer wieder gesucht werden, ja. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dem nachzugehen? Ich war schon immer sehr, sehr naturverbunden, bin so aufgewachsen, habe von meinem Vater im deutschen Wald die Vogelstimmen eingetrichtert bekommen und habe mich sehr dafür interessiert, was so abgeht, aber die deutsche Flora und Fauna war mir doch immer so ein bisschen zu langweilig. Die Spinnen sind zu klein, zu wenig Schlangen, das kennt man ja. Ja, zu wenig Löwen. Ja, was einen so generell stört. Ja. Schön größere Spinnen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Afrika wäre da eigentlich ganz schön. Und dann war mein erster Berührungspunkt mit Afrika, ein guter Freund oder jetzt mittlerweile guter Freund, der mich eingeladen hat, bei ihm Antiquitäten zu kaufen. Ich bin also beruflich nach Afrika gekommen und dachte, meine Herren, ist das schön. Mhm. Und er war befreundet mit einem Ranger und der hat gesagt, wenn du hast so viel Interesse für die Natur hier, wie wäre es denn, es gibt so Ausbildungen, die kann man machen, auch als Deutscher oder auch egal, wo man herkommt, mach die doch einfach mal und lern was über unsere Natur. Gesagt, getan, wie gesagt, hast getan. Du dich darauf vorbereitet? Wie gut ausgerüstet bist du dann in Südafrika aufgeschlagen? Also ich habe mich sehr gut ausgerüstet, festes Schuhwerk, ordentlicher Rucksack. Ich habe mir eigentlich alles neu gekauft, neuer Schlafsack und so weiter. Ich hatte am Ende viel zu viel mit, weil das Camp gibt doch viel her. Wie man hier sehen kann, wir waren auch immer überdacht. Das ist jetzt eine der Aufgaben, ist zum Beispiel sehr viel zu lernen und zu schreiben. Also viel schriftlicher Kram. Der Gesichtsausdruck sieht ja aus. Ja. Nicht ganz so zufrieden aus. Es ist spannend, aber trotzdem ist es Fleißarbeit, die man da macht. Ich habe es mir wilder vorgestellt, als es war, aber es war trotzdem dennoch sehr, sehr wild. Also wir waren zum Beispiel in Camps ohne Zäune. Das heißt, nachts sind da Löwen, Elefanten und Co. im Camp. Man kann dann morgens meistens die Spuren noch sehen und denkt sich so, okay, die waren hier direkt am Zelt. Das ist schon verrückt. Aber trotzdem hatten wir ein tolles Zelt und eine Matratze, auf der man liegen kann und ein Bett und so weiter. Das ging schon. Es war wirklich nur Camping. Was? Nur Camping? Ja. Was war denn die größte Herausforderung für dich? Englisch. Englisch? Ja. Das Sprechen Englisch. Ja, mein Englisch war bis dahin sehr schlecht. Ist jetzt im Mittelmaß, würde ich sagen, aber ich habe wirklich lange gebraucht. Ich konnte zum Glück alles verstehen. Ich kann sehr gut verstehen, aber das Sprechen war so schwer. Und ich war in den ersten 3 Wochen so voll. Ich habe gesagt, nee, Leute, das Examen werde ich nicht schreiben. Ich mache das zwar weiter, aber nur noch das, was ich so will und was mir Spaß macht. Und lasst mich in Ruhe mit einem englischen Examen. Und dann bin ich aber nach Woche 5, 6 und so weiter, bin ich dann wirklich reingekommen und habe gemerkt, Mensch, eigentlich könntest du es doch schreiben. Es ist sehr einfach und ich bin in den Sprachflow gekommen. Man lernt die Sprache dann einfach, indem man es macht. Das liegt mir am besten. Ich kann keine Sprache vom Reißbrett oder von der Schule lernen. Das mag ich nicht, sondern Learning by Doing. Das hat ja meistens auch nichts miteinander zu tun, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das Schulenglisch so auf und wenn man dann plötzlich spricht oder so, ist ganz was anderes. Es fällt sehr leicht, wenn man dazu gezwungen ist und gar nichts anderes sprechen kann. Also wenn das deine größte Herausforderung gewesen ist, für mich, ich hätte gedacht, dass du jetzt irgendwelche Begegnungen mit Tieren zum Beispiel nennst. Nee, das liebe ich ja. Ja, aber also es gab nicht doch, Englisch. Und seitdem er mit denen Englisch sprechen kann, läuft sowieso noch viel besser. Aber wir du hast doch deine Begegnung mit Löwen gehabt, die euch, glaube ich, etwas zu nah gekommen sind. Das und wenn man dann noch nicht so geübt drin ist. Guck mal hier, genau, das hast du selber gemacht, die Aufnahme. Genau, das war am darauffolgenden Tag. Das ist ein Löwe, der gerade einen Impala verspeist hat und jetzt hier sich kaum noch bewegen kann. Wir hatten also 2 Löwensituationen, die wirklich, die eine war sehr, sehr ergreifend. Das ist das hier mit dem Löwenrudel, haben wir den Tag verbracht. Und die sind dann nachts, da haben wir uns mit dem Auto platziert, sind die um uns gekommen und haben sich als Rudel hingelegt und eine Herde Impalas angestarrt und wollten diese eben reißen. Und wir waren so mittendrin im Rudel. Dann auf ein unscheinbares Signal hin sind die alle wirklich auf diese Herde Impalas losgerannt, haben eins gerissen. Und dann haben wir den männlichen Löwen noch dabei beobachtet, wie er das genüsslich verspeist hat. Das war sehr berührend in dem Moment, wo man dann plötzlich
umringt ist von Löwen und sich als Teil des Rudels fühlt. Die Tiere greifen einen nicht an im Auto. Aber sag mal, das heißt, du könntest uns jetzt also da durchguiden, ja. Durchleiten. Ich kann jetzt über 100 Vögel bestimmen. Ich weiß, welche Pflanze man essen kann, welche man nicht essen sollte. Vogelnamen auf Englisch, das bewundere ich. Vogelnamen auf Englisch, ja. Fand ich viel einfacher als die Deutschen. Welcher war der komplizierteste? Gab es gar keinen komplizierten? Black-backed Puffback vielleicht, zum Beispiel. Es gibt, aber die sind immer sehr, sehr bildlich. Also der Black-backed Puffback, der heißt so, weil er seinen Das ist ein Back, Vogel. Genau. Okay. Schwarzen. Der hat einen schwarzen Back, also Rücken, und den kann er aufpuffen. Puffback. Geil. Ja. Guck mal, kaum ist der Fabian in der großen, weiten Welt. How do you say, warte mal, wie sagt man nochmal auf Deutsch? Das ist toll. Müssen wir denn jetzt auf dich verzichten bei Bares für Rares? Auf keinen Fall. Du bleibst. Ja, ich werde auf jeden Fall der Sendung voll bleiben. Und müsstest du denn eine Waffe denn auch dabei haben? Weil die Ranger haben ja dann tatsächlich im Anschlag, denn wenn sie mit den Touris da unterwegs sind, doch da vorne sitzen die und mit einer Waffe in der. Das ist die Ausbildung, die ich als nächstes machen möchte. Mhm. Und dann kommst du wieder. Da müssen wir dann beim nächsten Mal drüber reden. Aber ohne Waffe. Nee, dann kannst du trotzdem so aus dem Flieger rausspringen. Und ich warte dann hier auf dich. Fabian Kral ist bei uns.